Elektrisches Feld von Punktladung. 1.5. Wir haben drei Punktladungen. Q1, Q2, da ist Q3. Das stimmt jetzt nicht ganz, meine Zeichnung hier. Hier sind 45 Grad, das wird ein bisschen mehr sein, was ich hier gezeichnet habe. Die Länge L hier ist gegeben. Und gleich 400 Millimeter. Dann ist es ein gleichschenkliches Dreieck, das heißt, das Q3 liegt genau über der Mitte. Und hier packen wir noch ein Q4 hin, da, was da in der Mitte liegen soll. Drei Punktladungen, Q1, 1 Mikroamperesekunde, 1 Mikroamperesekunde, Q2, 2 Mikroamperesekunde, Q3, 0,3 Mikroamperesekunde. Sind in den Eckpunkten eines gleichschenkligen Dreiecks mit einer Seitenlänge der Grundfläche L, Grundlänge, Grundfläche, L gleich 400 mm in der Luft angebracht. Siehe oberes Bild. Legen Sie den Ursprung eines kartesischen 2D-Koordinatensystems auf den Punkt der halben Höhe auf der Hypotenuse Q4 des Dreiecks und berechnen Sie A. die Beträge der drei elektrischen Feldstärken, die von den drei Ladungen in dem Punkt Q4 erzeugt werden. Also hier legen wir das Koordinatensystem hin. X und Y. Halbe Höhe. Den Punkt müssen wir natürlich noch finden hier. Können wir das mal eben einer sagen, wie hoch das ist? Mit der da. Was? Weil Sie immer antwortfreudig sind. Die anderen sagen eh nichts. 100, ne? Also, wie kommen wir drauf? Das sind 200 mm. Diese gesamte Strecke müssen auch 200 mm sein, weil 45 Grad, 90 halbe, also auch 45 Grad, 90 Grad, also H gleich 100 mm, ne? So. Dann müssen wir mal ausrechnen, was da die einzelnen, was brauchen wir, die Beträge der drei elektrischen Feldstärken, die von den drei Ladungen am Punkt, also erstmal nur die Beträge der Ladungen, der Feldstärken. Mehr brauchen wir nicht, ne? Gut, wenn wir das haben, dann können wir natürlich die, müssen wir jeweils hier die Entfernungen von den Dingern ausrechnen. Ich mache mal ein bisschen was Buntes dafür. Die Entfernung und die Entfernung. Diese Entfernung hier ist genau 100 mm, das können wir auch schreiben oder wäre L Viertel, genau so setze ich das mal an. Ne? So, diese Strecke hier, nehmen wir die mal S1, ist gleich S2. S1 gleich S2 und das ist gleich, wenn wir nur die Entfernung haben wollen, Wurzel aus L halbe zum Quadrat plus L Viertel zum Quadrat macht L mal Wurzel 1 Viertel plus 1 Sechzehntel gleich 4 und 1 macht 5 L halbe mal Wurzel
Quatsch, L Viertel mal Wurzel 5, ne? Mache ich das richtig? Das sind... Jo. Gut, so, können wir uns schon mal merken, ne? Das sind die Strecken. Und die Strecke S3 da oben, S3 ist gleich L Viertel. So, dann können wir ausrechnen, was die Feldstärken sind. Das, was von E1 kommt. E1 ist Q durch 4 Pi Epsilon 0 mal 1 durch S1 Quadrat gleich, um den Kram kümmere ich mich nur mit dem Taschenrechner, 4 Pi Epsilon 0 mal, jetzt kommt noch das dahin, das sind nämlich L 16 mal 5. So. Gleich Q1 ist das jeweils, Q1 mal 4, 5 durch Pi Epsilon 0 mal L Quadrat, selbstverständlich. So, Q1 selbstverständlich. E2, Richtungen nicht berücksichtigt, kommt nach gleiche Rechnung, fast das gleiche raus. Und E3 macht es einfacher. Kommt einfach das hier dahin. Also sind das 4q durch Pi Epsilon 0 mal L Quadrat. So, Zahlenwerte liefert der Taschenrechner. Ich schreibe es mal an, das sind 179.750 Volt pro Meter. 179.750 Volt pro Meter. Dann das Dopp, 359.510 Volt pro Meter. Und hier 269.632 Volt pro Meter. Bitte was? Ja, ja, klar, da, ne, weil die Entfernung ist ja die gleiche. So, B. Ich muss mal gucken, ob ich das noch irgendwie zusammengeschnitten kriege. Also, B. Jetzt bin ich irgendwie hier mit meinen Zetteln durcheinander gekommen, glaube ich. Ja, 10, 11. Den Betrag der resultierenden Feldstärke wollen wir jetzt haben. Ne? Ich bin nicht mit meinen Zetteln durcheinander gekommen, passt schon alles, aber jetzt hier bin ich durcheinander gerade. So, da. Das heißt also, jetzt brauchen wir eigentlich, um den Betrag zu kriegen, brauchen wir jetzt eigentlich auch die einzelnen vektoriellen Komponenten und die einzelnen Richtungen. Ne? Das ist das Böse da dran. So, also machen wir uns erst einmal 3 bis 5 Gedanken, wie denn die Richtungen der Feldstärken eigentlich verlaufen. Also nur so kommen wir auch wirklich an den Betrag. Ne? Also, der hier wird in die Richtung verlaufen. E1. Der hier wird in die Richtung verlaufen. E2. Und der hier wird in die Richtung verlaufen. E3. Irgendwelche Zweifel? Nö, ne? So, müssen wir rausfinden, wie denn das nun ist. Das heißt, wir suchen als allererstes mal diesen Winkel hier, den ich jetzt mal Alpha nenne. Weil das ist dann auch der hier, ne? Der Winkel Alpha an der Stelle, das ist eh das gleiche. Und bei dem wissen wir, das ist reine Y-Komponente. Ne? Also da geht es nur um reine negative Y-Komponente. Da geht es nur nach unten. Also müssen wir nicht richtig viel überlegen. So, bestimmen wir mal Alpha. Winkel Alpha. Da haben wir die beiden Katheten gegeben. Also Tangens Alpha ist Gegenkathete L Viertel durch Ankathete L Halbe gleich 1/2 und damit ist Alpha gleich, der Taschenrechner wird es richten, gleich Arcus Tangens 1/2, was man ausrechnen kann zu 26,565 Grad.
So, damit haben wir das. Jetzt, und da wir jetzt erstmal nur mit der Zeichnung arbeiten und mit den einzelnen Beträgen, können wir das Ganze auch wirklich geometrisch angehen. Also wirklich jetzt nicht, wie ich lege mich in die Hängematte der Mathematik, wie ich das eben empfohlen habe, sondern jetzt mache ich mir eben Gedanken, was geht denn jetzt in positive und was geht in negative Richtung. Also diese Vorzeichen muss ich jetzt alle von Hand da konstruieren, ne? Weil sonst kriege ich es nicht richtig hin. Okay, also bei E1 wissen wir positive x, positive y-Richtung, ne? Das können wir aus der Zeichnung sehen, so wird es sein. Und dann haben wir eben das E1x ist gleich E1 Betrag mal Cosinus Alpha. Die Werte schreibe ich gleich hin. Das, ne, also Alpha haben wir ausgerechnet. Cosinus Alpha ist dann eben genau das, was hier in die Richtung geht. E1y ist gleich E1 Betrag mal Sinus Alpha. Auch positive Richtung. E2x ist gleich E2 Betrag mal, na, der geht jetzt nach links, ne? Also negative Richtung, also kriegt er Minuszeichen, aber dann auch das Cosinus Alpha wieder davor. Und den E2y, der geht wieder nach oben, also positive Richtung mal Sinus Alpha. Und den E3x kann ich gleich als 0 ansetzen und den E3y als minus E3 Betrag. Der geht einzig und allein nach unten. Gut, schreiben wir die Zahlen, habe ich doof gemacht. Schreiben wir die Zahlen einfach mal dazwischen. Das sind hier 160.773 Volt pro Meter, 160.773 Volt pro Meter. Sie waren vielleicht clever und haben da doch pro Komponente nur eine Zeile spendiert. Dann können Sie. Es tut mir aufrichtig leid. 80.386 Volt pro Meter. Dann werden das hier minus 321.546 Volt pro Meter. Und das hier werden 160.773 Volt pro Meter. Und da kann ich es gleich dahinter schreiben. Sind das natürlich, muss ich nur abschreiben, ne? Minus 269.632 Volt pro Meter. So, das gesamte E baue ich jetzt auf aus den einzelnen Komponenten, also E1 plus E2 plus E3 gleich 160.773 80.386 plus minus 321.546 166.60.773 plus 0 minus 269.632 Volt pro Meter. Ergebnis liefert. Was würden Sie schätzen? In welche Richtung geht die gesamte Kraft? Die Werte stehen da oben. Kleine, eine relativ große. Geht tatsächlich schräg nach unten, ne? Also die da ist zwar die schwächste Ladung, aber hat ja nur eine Komponente nur nach hier. Das hier ist die Kraft oder die Feldstärke, die hier in die Richtung wirkt, ist natürlich schwächer als die da. Also wird es zumindest mal nach links gehen. Da geht aber nicht so richtig viel nach oben. Das gleicht das Ding da dann wieder aus. Und dann kriegen wir tatsächlich den Komponentenvektor nach unten mit minus 100 und das ist aber nicht Minus hier, ne? Das ist nur ein Strich gewesen. So, minus 160.773
Und hier unten sind es dann irgendwie so leicht nach unten 28.473. Volt pro Meter. Ja, jetzt können wir den Betrag ausrechnen. X Quadrat plus Y Quadrat, das schreibe ich nicht mehr hin, sind 163,27 Kilovolt pro Meter. So. Den Winkel, also schreiben Sie mir erstmal. Den Winkel Alpha der resultierenden Feldstärke mit der horizontalen X-Achse. Naja, ich mal es mal eben hin. Das ist ja wahrscheinlich hier so eine Konstruktion, die irgendwie flacher. So aussieht, ne? Und was wir jetzt haben wollen, ist dieser Winkel Alpha hier. Wir haben den Betrag, wir haben alle Komponenten, also wir können es über einen Tangens oder über einen Kosinus lösen, wenn wir wollen. Was wir rauskriegen, ist, dass Kosinus Alpha, das war C, Kosinus Alpha hier, ein anderes Alpha natürlich, der da gleich EX durch E Betrag ist. Und da gibt es ein, ich schreibe das nochmal komplett hin, minus 160,773 durch 163,27. Da kommt, so. Und dann folgt daraus Alpha gleich 190 Grad. Sie dürfen aber. Sie dürfen aber. Ich hätte es gesagt, die ganze Aufgabe war nicht so schwer. Das wollte ich nicht sagen, weil dann kommt sie nicht ran. Also gut, dann sagen Sie mir bitte die Aufgaben, die Sie ganz besonders schwer finden, dann nehme ich die dann dran. Die war ganz besonders schwer. Ach, jetzt doch. Okay, so. Aufgabenblatt 2. Darstellung in Octave MATLAB 2.1 machen wir nicht. Das ist was, also es ist tatsächlich ganz nett, weil auch die Lösungen dabei stehen oder Sie die Lösungen auch kriegen können, wie man sowas grafisch darstellen würde mit einem Octave oder MATLAB. Programm ist ein Begriff, ne? So, vielleicht noch nicht verwendet, aber ein Begriff ist es. Ja, ich kann das nur empfehlen, das mal zu machen, aber wir haben die Zeit nicht, leider nicht, das hier wirklich umzusetzen. Ne? Und dann kriegen Sie bunte Bilder raus, die eventuell mal helfen, die bunten Bilder sich da mehr so einen Überblick und vor allem auch ein Gefühl für die ganzen Geschichten zu verschaffen. Ne? So, bei 2.2 können wir aber weitermachen. Das ist nämlich Punktladung und Kraft. So, jetzt müssen wir noch den Schwenk kriegen zur Kraft hin und das machen wir jetzt. So, zwei elektrische Punktladungen mit Q1 und Q2 mit unterschiedlichem Vorzeichen. Wirken auf eine Ladung Q, Abbildung 8. In welchem Abstand genau auf der Linie zwischen den beiden Punktladungen X von der Ladung Q1 ist die auf Q wirkende Kraft minimal? Wie groß ist diese Kraft? Was will der jetzt wieder von mir? Also, ich male es mal in bunt. Q1, Q2. Nicht gleich, vor allen Dingen auch kein gleiches Vorzeichen.
Ich habe den Abstand a hier mal definiert, davon war noch gar nicht die Rede, aber irgendeinen Abstand müssen sie ja haben voneinander. Und ich habe hier eine Punktladung q, die packe ich mal hier hin. Das ist nur so eine Probeladung und die ist im Abstand x hier entfernt auf der x-Achse dazwischen. So, nehmen wir mal an, die beiden Ladungen sind vom Betrag her gleich, also das eine positiv, das andere negativ, dann ist die Antwort ziemlich klar, ne? Oder? Ne, ist sie nicht, ne? Also selbst dann muss man rechnen. Wären die beiden wirklich gleich, dann wäre die Ladung, dann wäre die Antwort klar. Aber sie sind es nicht. Wären beide Ladungen wirklich gleich, dann hätten wir natürlich eine Mitte-Minimum, dann würden die sich gerade da ausgleichen. Aber wenn die beiden nicht die gleiche Dings da haben, dann ist es eben nicht klar. Sondern dann müssen wir eben wieder mit den Berechnungsmethoden, die wir eben hatten, daran. Und wir wissen, dass wir hier eine radiale oder in eine x-gerichtete, also ER gleich EX, in x-Richtung gerichtete Feldstärke haben, die genau dem hier genügt, wobei das Q jetzt generisch ist, also nicht das Q, und das hier ist auch generisch. Also nicht, also der allgemeine Abstand. So, das bauen wir wieder zusammen, insbesondere im Zwischenraum hier. Kommen wir also drauf, dass EX, und nur das interessiert uns hier, natürlich ist 1 durch 4 Pi Epsilon 0 mal, und dann haben wir einmal das Q1 durch X Quadrat, das ist nämlich genau das da. Da hatten wir ja den Ursprung hingelegt. Minus Q2 durch x minus a zum Quadrat. So. Lassen Sie uns kurz das mit der Richtung nochmal checken. Das ist noch eine gute Übung, um da ein gewisses Gefühl für zu behalten oder zu entwickeln. Nehmen wir mal an, Q1 ist positiv. Dann wird die Kraft nach außen wirken. Also hier in dem Bereich sind wir nur dazwischen, wird die Kraft nach rechts wirken. Richtig? Ja, ne? So, dann ist Q2 negativ. Also wenn Q1 positiv ist, ist Q2 negativ. Das ist die Voraussetzung der Aufgabenstellung. Das hier ist sowieso positiv. Dann muss die Kraft auch nach rechts wirken. Und das tut sie mit dem Minuszeichen noch dazu. So, im umgekehrten Fall alles umgekehrt. So, also zumindest im Zwischenraum sind wir zufrieden. Vorzeichen richtig im Zwischenraum. Wenn wir nicht mehr im Zwischenraum sind, dann müssen wir anfangen, da ein bisschen zu tricksen, ne? Weil dann nämlich alleine das da schon verkehrt wäre, ne? Also wären wir hier links und Q1 ist positiv, dann muss das EX ja auch nach links gehen. Das tut es aber nicht, so wie es hier steht, ne? Also deswegen ist das hier wichtig. So, und jetzt? Wie kriegen wir das Minimum der Kraft raus? Annäherung, Vorschlag. Wie wollen Sie annähern? Eine Möglichkeit ist, man nimmt jetzt was an und plottet. Was macht denn der Mathematiker, wenn er das Minimum einer Funktion sucht? Er leitet ab, ne? So, also Minimum. dEx
nach dx gleich 0. Meinetwegen hier auch ein echtes d. So, x. Da. Ja, gut, dann mal los, ne? Also, dx nach dx ist gleich 1 durch 4 Pi Epsilon, bleibt da. 0 mal Q1 durch x hoch 3. Da muss ich jetzt einen Betrag zunächst mal, muss ich einen Betrag spendieren? Ich glaube, ich mache das einfach, weil ich mich im Zwischenraum befinde und dann weiß ich ja, was da passieren oder muss ich das machen? Nee, eigentlich nicht. Ich bleibe im Zwischenraum, es passt, die Funktion passt so. Was ich nur noch machen muss, ist die die Ableitung, also den Koeffizienten dazu schreiben, also minus 2, ne? Richtig? Richtig. So, denselben Spaß hier aus dem Plus in minus 2, Q1 ist das natürlich, Q2 durch x minus a hoch 3. So, das soll 0 werden. So, das 1 durch 4 Pi Epsilon tut natürlich da bei dem 0 nicht zu wenig viel zur Sache, weil das ist ein konstanter Faktor, der stört nicht weiter. Also kriege ich schon mal raus, dass hier das 2 und so spielt auch keine Rolle. Ich kann wieder hinschreiben Q1 durch x hoch 3 minus Q2 durch x minus a minus x minus a hoch 3 gleich 0. Oder ich bleibe in der Zeile Q1 mal x minus a hoch 3 gleich Q2 mal x hoch 3. Okay, dann ziehe ich die dritte Wurzel. Also bringe erstmal das Q2 noch auf die andere Seite. Ne, das Q1 auf die andere Seite und ziehe die dritte Wurzel. Da habe ich x minus a gleich. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier mich nicht. Also wieder auf die Vorzeichen achten. Ich schreibe zunächst mal erstmal roh hin. Q2 durch Q1, dritte Wurzel draus. Das ist aber dummerweise die dritte Wurzel aus einer negativen Zahl. Weil Q2 und Q1 natürlich nicht, also nicht das gleiche Vorzeichen haben. Das finde ich unangenehm. Wer noch? So, also mache ich da mal schnell eine positive Zahl draus. Das mache ich mit dem Minus hier, ne? Brauche ich ein Minus dahin, dann ist das eine positive Zahl. Also ist der Stress jetzt schon mal weg. Ja, jetzt habe ich muss das richtig ausgleichen gleich, ne? So, mal x. Ich gehe mit Vorzeichen hier wirklich einigermaßen kreativ um, ne? Das gebe ich ja zu. So, jetzt kann ich natürlich noch überlegen, ich bin hier mit x minus a in dem Zwischenraum. Das heißt, das, was hier steht, ist eine negative Zahl. Richtig? Ne, weil a ja immer größer als x ist. Und x ist immer positiv, weil ich hier im Zwischenraum bin. Also mache ich da das Minuszeichen wieder hin. Hätte ich auch mathematisch argumentieren können, dass ich das da einfach hinpacke und dann passt schon. So, erleichtert den Umgang damit einfach. Na, das kann ich jetzt auflösen. Dann kriege ich raus x min gleich a durch 1 plus dritte Wurzel aus minus Q2 durch Q1. So, jetzt brauchen wir die Kraft. Also das ist jetzt tatsächlich auch so eine Übung, um mal mit ja, wie soll ich sagen, einfach mal mit allgemeinen Ladungen und so und den Verhältnissen dazwischen umzugehen, ne? Also nicht immer nur mit Zahlen.
So, dann haben wir Kraft. Fx ist natürlich, wir legen da eine Probeladung Q hin, mal Ex. Und je nachdem, wie das Vorzeichen von dem Ding da ist, kommt natürlich irgendwie was anderes. Hat die Kraft eine andere Richtung. Das ist eins durch 4 Pi Epsilon 0 mal Q mal, was war dann eben den Term, den wir da eben in den Dingstars hatten, in der Klammer hatten. Q1 durch, ich schreibe explizit hin, x min Quadrat minus Q2 durch x min minus a Quadrat. So. Gleich, und jetzt wird es Number-Crunching-mäßig crunchig. Das ist nicht gar so schön eigentlich. Mal gucken, ich kürze es, glaube ich, ab. Also erstmal habe ich das Q durch 4 Pi Epsilon. 0, das habe ich ja schon da. Jetzt muss ich für das X min das, was da steht, einsetzen. Ne? Das ist ein bisschen unangenehme Arbeit. So, also das A Quadrat ziehe ich erstmal davor, weil das steht sowieso bei allen dabei. Dann ist es hier Q1 durch 1 durch, das ist das da, 1 durch 1 plus dritte Wurzel Q1 durch Q2 minus Q2 durch und das dann auch noch zum Quadrat. Ist jetzt nur hingeschrieben, da ist jetzt noch nichts passiert. Ne? 1 durch 1 plus dritte Wurzel Q1 durch Q2 sofort. Minus 1 zum Quadrat. Klammer zu. So, was habe ich falsch gemacht? Ja, habe ich einfach rausgezogen, ne? Oder wer macht ja dann nicht weniger Schreibarbeit? So, ich mache das doch, ich bringe das jetzt hier erstmal nach oben, dann ist es zumindest aus dem Doppelbruch verschwunden. 1 mal 1 plus dritte Wurzel Q1 durch Q2, Klammer auf, zu, zum Quadrat, durch 4 Pi Epsilon 0 A Quadrat, mal, hier bleibt stehen Q1. 1 minus Q2. Wenn ich das hier mit dem, was da steht und ich rausgezogen habe, durchmultipliziere, dann rutscht das hier einmal nach oben. Dann steht da aber einmal 1 minus 1. Das heißt, eigentlich bleibt hier bloß der Kram mit der dritten Wurzel stehen. Und das kommt dann dahin. So. Und dann ist das hier die dritte durch dritte Wurzel Q1 durch Q2. Und das Ganze wieder zum Quadrat. So, jetzt hätte jemand bemerken können, dass ich hier die Minuszeichen alle unterschlagen habe, was natürlich verkehrt war. So, da kommen die Minuszeichen wieder hin, damit ich diesen Stress mit der negativen, mit dem negativen Argument in der Wurzel nicht habe. Ne? Ja, Sie haben recht. Dann ändern wir das noch gerade, ne? Super. So. So, ich gebe das Ergebnis an. Nach ein paar Schritten, ich glaube auch nicht, dass ich das jetzt ernsthaft in der Klausur fragen würde, ne? Weil das ist jetzt wirklich nur noch Number Crunching. Und raus ablesen kann man jetzt auch nicht wirklich viel. Ne? 1 plus dritte Wurzel aus minus Q2 zu Q1
hoch 3. So, das ist das Ergebnis. Da ist es dann tatsächlich hoch 3. Aufgabe 2, 3 lasse ich weg zunächst. Also erstens bin ich so langsam gelangweilt von der Punktladung. Und zweitens führt die dann letztlich auf eine Energiebetrachtung, eine Bewegungsgleichung, die wir noch nicht gemacht haben, die dann auch nicht mehr sinnvoll lösbar ist hier. Also für uns, das ist eine Differentialgleichung natürlich, die entsteht. Die man dann mathematisch lösen könnte. Das kann ich Ihnen noch mal zeigen, aber das mache ich ein bisschen später, wenn ich das Kapitel Kraft und Energie in den elektrostatischen Feldern durchgenommen habe. Ja? Deswegen nicht vergessen, nur verschoben. Das ist übrigens auch eine von den Aufgaben, die ich sehr mag, weil man da einfach mal was richtig durchgerechnet hat. So, Kapitel 3 machen wir gar nicht. Hier, weil Kapitel 3 Kapitel 3 führt auf das finite Differenzenverfahren, also eine numerische Methode zur Lösung von Differentialgleichungen, partiellen Differentialgleichungen, wie das eben die Gleichungen des elektrostatischen Feldes sind. Das führt zu weit. Also wir müssten jetzt hier eigentlich uns mehr mit MATLAB oder Octave auskennen, damit man das sinnvoll machen kann. Und dann ist das eigentlich auch sehr schön, aber da kommen wir hier nicht mit klar. Also haben wir nicht. Leider. Deswegen springen wir jetzt von Aufgabe 2.2 auf die Aufgabe 4.1. Ne? Höhenfluss und Kapazitäten. Also der Satz vom Höllenfuß. Das ist der, wo der Mathematiker da dreimal pinkelt. Ne? Es liegt eine geladene Kugel mit Radius R0 vor. Berechnen Sie das Potential und das elektrische Feld im Innen- und Außenraum der Kugel für verschiedene Raumladungsdichten. Da haben wir bislang eher die spezielleren Fälle betrachtet. So, malen wir uns das Ding mal hin. Bitte? Achso. Ja, jetzt geht es übrigens in Ihre Richtung. Jetzt kommen nämlich ortsabhängige irgendwie Klimbims dazu. Und da kann man jetzt ein bisschen wirklich integrieren. Echeln. Ich hoffe, dass ich ein bisschen was von meiner Begeisterung weitergeben kann. Vielleicht wird das hier mal ein viraler Hit. So, das ist die Kugel, ne? Diese Kugel hat einen Radius R0. Und da drauf ist irgendwie verteilt eine Raumladungsdichte. Rho. So, für die Raumladungsdichte gilt, das ist A. Aber in B und C kommen dann andere Teile dahin. Nehmen wir mal A an.
Rho gleich Rho 0 gleich const in der Kugel. Was müssen wir tun? Was würden Sie jetzt als allererstes tun? Das muss man nicht mit dem Zirkel zeichnen. Muss man nicht unbedingt mit dem Zirkel zeichnen. Na bitte. Es ist ja freies Land. Ja, also wenn man nicht, es ist wie in den anderen Vorlesungen bei mir auch, ne? Also wenn Sie mal nicht weiter wissen, schreiben Sie halt auf, was Sie wissen. So, was Sie von der Form... Das sind mir die Liebsten, die geben ein leeres Blatt ab, das ist schnell korrigiert. Nee, aber guck mal, Sie haben doch die Formelsammlung. In der Formelsammlung steht doch ganz vorne der Satz vom Hüllenfluss. Und das steht doch schon mal in der Überschrift hier. So, also könnte man ja mal den hinschreiben, ne? So, das da, dA gleich. Jetzt hoffe ich, dass ich hier mal erhöhten Puls auslöse, ne? Genau. So, das steht ja alles drin, ne? Also das kenne ich, die geometrischen Zusammenhänge kenne ich, da kann ich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Was weiß ich denn jetzt? Jetzt weiß ich ja noch, das Ganze ist kugelsymmetrisch. Daraus folgt, dass doch d nur dr ungleich 0 ist, sonst alle Komponenten, null. Also die Verschiebungsflussdichte wird nur nach außen streben. Ne, sonst gibt es nichts. Also elektrisches Feld natürlich auch. Das wird nur nach außen streben, sonst haben wir nichts. So, wenn das der Fall ist und es ist auch noch kugelsymmetrisch, also es ist auf jedem Punkt einer Kugel um den Ursprung hier gleich. Wenn das so ist, dann wird doch aus diesem Integral hier einfach nichts weiter als 4pi epsilon 0 mal r Quadrat, Quatsch, epsilon 0 nicht, 4pi mal r Quadrat mal dr. Also es ist jetzt nicht Doktor, sondern es ist dr, ne? So, gleich. Ja, jetzt muss ich ja nur noch gucken, wie kriege ich das Volumenintegral dahin. So, also muss ich doch bloß hier, schauen wir uns das noch detaillierter an. Bin ich im Außenraum? Das ist ja relativ einfach. Bin ich im Außenraum, ist es ja das, was ich schon immer gehabt habe. Im Inneren ist eine Kugel, diese Kugel wird umschlossen. Ich muss eigentlich nur ausrechnen, wie viel Ladung ist auf dieser Kugel insgesamt drauf. Also einmal die Integration über das gesamte Kugelvolumen. Das ist als konstant anzusehen, das Rho 0. Siehst du? Außerhalb der Kugel. Steht übrigens in der Formelsammlung. 4 Drittel Pi R hoch 3. R 0 hoch 3 mal Rho. Außerhalb. Jetzt habe ich eigentlich schon irgendwas überinterpretiert. Das hätte ich gar nicht machen müssen. Also ich bin jetzt außerhalb. Das heißt, ich habe hier mal die gesamte Ladung hier schon mal aufgeführt. Ne? So, was kriege ich raus? Ich mache es jetzt einfach mal weiter, auch wenn das an der Stelle nicht nötig gewesen wäre. Dr ist gleich Pi geht mit Pi. Pi geht mit Pi, 4 geht mit 4, bleibt stehen, R0 hoch 3, Drittel mal Rho mal 1 durch R Quadrat. Das ist richtig, R0 hoch 3, R Quadrat, ja. Nicht, dass ich da so einen Fehler irgendwo eingebaut habe. So, man könnte es auch vergleichen, man könnte das hier auch einfach gleich Q setzen, dann haben wir das da stehen, was wir schon immer da stehen hatten, nur mit dem Q, ne? So, das haben wir außerhalb. Ich mache das elektrische Feld jetzt erstmal noch nicht. Was ist denn innerhalb anders?
Eigentlich haben Sie es schon gesagt, ne? Der einzige Unterschied ist jetzt, ich habe jetzt meinen Umlauf, meinen Flächendarbum mit dem Kringel, also integral mit dem Kringel drum, habe ich innerhalb der Kugel. Da ändert sich jetzt erstmal gar nichts. Das ist nämlich immer noch dieses 4pi r Quadrat, nur dass das r jetzt innerhalb der Kugel liegt. So, jetzt muss ich natürlich zählen, das muss gleich sein der gesamten Ladung, die innerhalb der Kugel liegt. Also jetzt meiner Messkugel, nicht dieser Raumladungskugel hier. So, wenn ich jetzt also hier mit einem kleineren Radius rumlaufe, so, meinetwegen R, dann ist einfach weniger Ladung drin, ne? So, also habe ich innerhalb den einzigen Unterschied, das ist nicht R0 hoch 3, sondern R hoch 3. Also innerhalb der Kugel habe ich immer noch 4pi R² mal dr gleich 4 Drittel Pi R hoch 3 mal Rho. Und das, was rauskommt, ist einfach nur dr gleich 1 Drittel mal R mal Rho. Ja. Also hier R kleiner gleich R0 und hier größer. Das erstmal alles. So, heißt, wenn ich jetzt die Verschiebungsplusdichte respektive elektrisches Feld, das ist jetzt ja bloß, das elektrische Feld kriege ich ja, indem ich einfach durch Epsilon 0 teile, ne? Da ich hier nichts darüber gesagt habe, dass die Epsilons nur unterschiedlich sind, gehe ich erstmal davon aus, dass sie es nicht sind. Also es ist alles das Gleiche. Ich muss einfach nur durch einen Faktor teilen. Das ist zwar ein ziemlich blöder, aber nun gut. Ja? Aber sonst passiert nichts. So, was haben wir? Wir haben, das ist vielleicht das Interessante hier, wir haben hier eine linear ansteigende Feldstärke mit dem Radius. Ne? Also wenn Sie sich das aufzeichnen würden, was wir natürlich tun, mal dahin. Hier haben wir R und hier haben wir dr respektive er, das ist ja völlig egal. Und hier haben wir R0. Dann steigt das zunächst einmal linear an. Im Ursprung ist es 0, weil keine Ladung umschlossen. Dann steigt es linear an und dann fällt es quadratisch ab. So. Jetzt brauchen wir noch das Potenzial, ne? Nun, Phi von R ist gleich Integral von 0 bis R ER von R' R' habe ich jetzt nur genommen, damit ich das nicht mit der Integrationsgrenze verwechsle. Ne? Macht der Mathematiker oft. So, ist gleich, ich mache mal einen Schritt mehr als vielleicht unbedingt nötig. Ja. Ja, machen wir das einfach mal. Also hier von 0 bis R. Ich trage das hier ein. Was haben wir im Innenraum? Das ist das da. 1 Drittel R mal Rho. R' mal Rho, dr'. Wenn ich das jetzt integriere von 0 bis R, kriege ich raus 1
halt, und das Epsilon 0 darf ich nicht vergessen, 3 und hier Epsilon 0. Wenn ich das integriere, dann kriege ich natürlich ein R² raus und dann ist das, und das 1/2 muss da rein, dann ist es 1 durch 6 Epsilon 0 mal R² mal Rho 0. Das ist überall alles Rho 0 gewesen übrigens hier. Gut. So, wenn ich jetzt, und das gilt hier jetzt für 0 kleiner r, kleiner r 0, also im Innenraum. Das heißt also, das Potential steigt quadratisch an. Liefert die Mathematik, glauben wir mal. Und ich muss hier noch ein Minus spendieren, weil hier natürlich auch überall ein Minus steht. So, wenn das ganze Spiel jetzt weitergeht und wir das Ganze im Außenraum betrachten wollen, dann müssen wir eigentlich zweimal integrieren. Also wir müssen einmal bis R0 integrieren und dann von R0 bis R nochmal integrieren. Weil es ja zwei, also das ist bereichsweise nur zu lösen, das Integral, ne? Weil die Funktion ja auch nur stückweise definiert ist. Das ist der einzige Grund. Also müsste man hier ja, die beiden Einzelintegrale da aufführen. Das ist also, das mache ich dann mal so, das wäre das Integral von R0 bis R. Mache ein Minuszeichen davor. Mit dem, da steht's, das ist Rho 0, R 0 hoch 3 durch 3, das Epsilon 0 packe ich einfach mal dazu, mal 1 durch R'Quadrat, dr'. Und dann muss ich noch das Integral dazu packen von Phi von R 0, das ist im Prinzip genau das, was da oben steht. Ne, weil ich hier die Integrationsgrenze geändert habe. Okay, so, das getan, kommt in dem einen Teil auf genau das, was wir schon kennen, nämlich 1 durch 3 Epsilon 0 mal Rho 0 mal R 0 Quadrat mal 1 durch R minus 1 durch R 0. Ja, das war's. Minus, das von da oben nochmal abgeschrieben, 1 durch 6 Epsilon 0 R 0 Quadrat mal Rho 0, hier natürlich R 0 eingesetzt. Habe ich was? Was ist nicht integriert? R 0 hoch 3 ist das. Das ist doch die Integration hier. 1 durch R² integriert, gibt dann das 1 durch R. So. Jetzt kann ich ein bisschen aufräumen und dann kriege ich raus, Phi von R ist gleich, das schreibe ich nochmal ab, minus 1 durch 6 Epsilon 0 R² Rho 0 im Bereich 0 kleiner R kleiner R 0 und da aufgeräumt, Rho 0 durch 3 Epsilon 0 mal R0 hoch 3 durch R minus R0² halbe für R größer R0. Da kann man noch ein kleiner Gleich dran machen. So, wir kriegen jetzt hier für das Potential ja, eigentlich müsste man das hier negativ laufen lassen, ne? Muss man das? Ja, muss man.
das da ein bisschen anders angesetzt, damit das etwas anders zusammengebaut ist, damit es an der Kante zu Null wird. Das kann man natürlich auch machen, wenn man das möchte. Also hier ist das proportional minus r Quadrat und hier fällt es jetzt proportional 1 durch r wieder ab. Mache ich das richtig? Ja, und läuft dann auf irgendeinen Phi unendlich zu, den ich fest, der dann festgesetzt werden muss, ne? Und da sehen Sie auch hier, was das ist. Wenn Sie nämlich hier r auf unendlich setzen, dann ist das weg. Und hier bleibt was bestehen, ne? Nämlich r0 Quadrat halbe. So. Jetzt geht das natürlich weiter, insbesondere für die Freunde der Integration. Ja. Ich danke für die Begeisterung dafür. Ich glaube, ich integriere da einmal bitte. Bitte? Also, das ist, ich finde das wirklich cool, integrieren, also muss ich schon sagen. Nicht? Also das ist schon ein wirklich leistungsfähiger, diese Infinitesimalrechnung, da gehört es ja zu, und Integralrechnung, das ist wirklich leistungsfähig. Wenn wir das nicht gehabt hätten, hätten wir die ganze Mechanik nicht, vor allen Dingen die kontinuierliche Mechanik nicht, die ganze Elektrodynamik nicht, hätten wir alles nicht. Hätten wir auch keine Handys, dann könnten sie nicht surfen. Ich hoffe, das ist Motivation genug. Ja. Hätten wir auch kein YouTube, wo Sie sich das Video nochmal angucken können. Das würde aber wahrscheinlich gar nicht existieren, dieses Video. Also von daher bräuchten Sie auch kein YouTube, um sich das anzugucken. Also ist eher, naja, vergessen wir es, ne? Ja, jetzt allen Ernstes. Jetzt allen Ernstes. Stellen Sie sich mal eine Welt vor ohne diese Integrale. So, das würde eine Welt sein, die ohne wirklich Erkenntnisse der modernen Physik auskommen muss, ne? So, dann sind Sie, ich will jetzt nicht sagen, ja doch, also ich glaube, das Leben wäre ein Stück weit schlechter. Oder unsere Lebensqualität. Nicht? Wir können jetzt auch philosophieren, ob das, was wir hier alle so tun, so auch gerade in ökologischer Hinsicht alles so richtig ist, ist vielleicht eine andere Frage, dann sind wir wirklich im Philosophischen. Aber die technische Welt wäre eine völlig andere und Sie würden völlig anders arbeiten. Also Sie müssten sich eigentlich genauso anstrengen. Ne? Vielleicht wäre es sogar schwieriger, das tägliche Essen zu besorgen. Ne? Ja. Insofern sollte man das schon wenigstens hochachten. Wobei ich jetzt nicht unterstellt habe, dass Sie das nicht tun. Ne? Okay, jetzt machen wir aber mal eins. Wir sagen mal die Raumladungsdichte hier. Raumladungsdichte, das war B. Ist Rho gleich ein Rho 0 Strich, damit es nicht das gleiche ist wie eben, mal R durch R 0. Steigt also linear an. So. Ja, wenn wir das jetzt haben, steigt linear an, dann ändert sich erstmal hieran nichts. Also der Satz gilt weiterhin. Es gilt weiterhin die Kugelsymmetrie, weil das ist ja nichts passiert. Also es ist symmetrisch, es verteilt sich nur eben in der Radiusrichtung anders. So, also dieses Integral, das da bleibt das gleiche, nur dieses Volumenintegral, das ergibt sich einfach anders. So, das ist ein bisschen anstrengend, weil Sie wahrscheinlich auch diese Dreifachintegrale noch nicht gehabt haben. Und wissen Sie überhaupt, wovon ich hier rede?
Jetzt müsste ich eigentlich Kapitel 6 mal zwischenstreuen, mache ich aber nicht. Also, wenn Sie hier jetzt dreimal integrieren, über ein Volumen, f von r dv, dann würde das in kartesischen Koordinaten einfach heißen, Sie integrieren über x-Richtung, über die y-Richtung, über die z-Richtung. In willkürlicher Reihenfolge. Ich habe das von innen nach außen mit x, y, z gemacht, können Sie auch andersrum machen. Also ist nicht ganz willkürlich, muss man schon darauf achten, wie die Funktion wirklich aufgebaut ist, aber in erster Näherung gehen wir mal davon aus. Weil wir es jetzt auch gar nicht ausführen. So, wir haben aber was Kugelsymmetrisches vorliegen. Was machen wir da? So ist das, ne? Wir integrieren einmal über den Azimutalwinkel, dann integrieren wir über die Elevation. Das ist der Theta. Die schlauen Begriffe sagen Ihnen was, ne? Also, Azimut ist so. Elevation ist das da. Längengrad auf der Erde. Ja, der Längengrad ändert sich auf der Erde, also Ost-West-Richtung. Breitengrad ändert sich Nord-Süd-Richtung. Wobei ein Breitengrad oder ein Breitengrad mit Konstanten läuft natürlich dann so um die Erde. Ne? So, das sind die beiden. Und jetzt müssen wir natürlich noch über den Radius integrieren. Das brauchen wir bei der Erde in der Regel nicht, weil wir uns auf der Oberfläche befinden. Also bei der Erde. Aber wir haben ja hier in unserer Kugel, können wir uns bewegen, wie wir wollen. Ne? Das ist auf der Erdoberfläche ein bisschen schwierig. Was denn? Die schlauen? Ja. AC. Können wir mal einer nachgucken, ob da irgendwelche Haas reinkommen? Total. Winkel, Theta, Elevationswinkel. So. Wenn wir jetzt was Kugelsymmetrisches haben, bei Kugelsymmetrie, wird die Integration Theta Phi einfach nur zu mal 4Pi. Und schon ist das Integral wieder weg. Also zumindest zwei von den drei. Ne? Elevation. Azimutal oder Azimutwinkel. So. Ja, ob der Google jetzt. Also ich hätte jetzt beides für richtig gehalten, aber wenn lassen wir uns von einem amerikanischen Konzern vorschreiben, wie das mit der deutschen Sprache funktioniert. So. Oh Mist. Jetzt wird das Video zensiert. Ich habe Google kritisiert. Und YouTube gehört doch zu Google. Naja, unterschwellig schon, ne? Gut, so, also Kugelsymmetrie, dann wird aus den beiden Integralen, die wir da ausführen, einfach nur eine Multiplikation mit 4pi. Stimmt nicht ganz. Denn wir müssen noch zweimal über wenigstens eine Koordinate integrieren. Wenn Sie einfach nur über einen Winkel integrieren, dann ist letztlich nichts passiert. Zumindest kriegen Sie kein Maß einer, hier kein Maß einer Einheit oder sowas da dahin. Sie brauchen das Element da noch zwingend dazu. So, ich werde Ihnen das in jedem Detail nochmal herleiten im Kapitel 6. Bislang beschränken wir uns einfach darauf, dass man hier sagen muss, diese beiden Integrationen fallen zusammen in 4pi mal r Quadrat. Ne? Wenn Sie in Mathematik schon so weit sind, dass Sie die Mehrfachintegrale haben, dann können wir uns das Kapitel 6 in großen Teilen sparen. Aber haben Sie noch nicht, ne? Ich hoffe mal. Also mir, ich,
Also angesprochen reicht hier nicht, das muss man üben. Also ich habe neulich mit einer Mathematiklehrerin gesprochen, also so Schule, ne? Die meinte zu mir, haben Sie schon gehört, die Mehrfachintegrale und die Differentialgleichungen fallen demnächst weg im Abi. Worauf mein Kommentar nur war, kann eh keiner. Ne? Also wüsste ich auch nicht, dass ich die gehabt hätte. Also auch damals war ja alles besser, aber auch die Mehrfachintegrale waren nicht da. Ne? So, also wüsste ich auch nicht. Ich habe auch Differentialgleichungen nur sehr spartanisch gehabt. Ne? Also ich habe da mal irgendwie einen Kondensator aufgeladen, so in der Schule, aber mehr habe ich auch nicht gemacht. Von daher ist das gar kein Stress. So, aber im Studium muss das sein. Im Studium, in der Elektrotechnik, brauchen wir Mehrfachintegrale. So, und auf einem anderen Niveau, als ich das jetzt hier mache, also hier diese 4 Pi mal R Quadrat, ist das, was da zerfällt. Wenn ich also jetzt dieses Integral hier lösen will, diese 1, 2, 3, Rho dv, dann muss ich das da einsetzen, da oben. Genau. So, dann setze ich das hier ein. Das war, da oben steht's. Integral über R muss ich noch integrieren. Rho 0' mal R durch R0 mal 4 Pi mal R Quadrat dr. Ich mache das alles mal mit Strich. Okay? So, führt mich auf ein Integral von 0 bis R. Im Innenraum, irgendwann hört es sonst auf, Innenraum der Kugel, 4 Pi Rho 0' mal R' hoch 3 durch R0 mal dr'. So, das kann ich integrieren, ne? Ist jetzt nicht so stressbehaftet. Also ist einfach ein Polynom integriert, also sogar ein ziemlich einfaches integriert. Also das gibt ein Viertel R hoch 4. Also haben wir hier Pi mal Rho 0' mal R hoch 4 durch R0 stehen. Dann können wir uns noch die Frage stellen, ob denn das jetzt hier auch wirklich eine Ladung ist, die da rauskommt. Denn wenn wir über ein Volumen eine Raumladungsdichte integrieren, muss ja eine Ladung rauskommen. Eine Raumladungsdichte Rho hat die Einheit Ampersekunde pro Kubikmeter. Das mal, was übrig bleibt, sind da ja Meter hoch 3, ne? Multipliziert macht tatsächlich die Ampersekunden. Also ja, hat funktioniert. So. Damit haben wir dann auf der anderen Seite nach wie vor das hier stehen, was wir hier hatten. Also wir bleiben erstmal nächst im Innenraum oder innen. Das kann man auch viel kürzer schreiben. Ey, was soll denn das? So, also 4 Pi R Quadrat dr ist gleich das dahin. Pi mal Rho 0' mal R hoch 4 durch R0 führt uns auf ein dr gleich. Pis gehen weg. Rho 0' durch 4 mal R Quadrat durch R0. Also eine quadratisch steigende Verschiebungsflussdichte beziehungsweise eine quadratisch steigende elektrische Feldstärke. So, außen bleibt das da das gleiche. 4 Pi R Quadrat dr gleich Pi mal Rho 0' mal. So, und jetzt stoppen wir bei R0 mit der Integration, weil danach kommt nämlich danach kommt keine weitere Raumladung mehr dazu. Also machen wir bei R0 hoch 3 hier Schluss. Also ich habe gleich hier ein bisschen weggekürzt. Und wir kriegen dr ist gleich, wieso habe ich da halbe hingeschrieben? Das ist da Viertel. Nee. 4 Epsilon 0, was sollte das denn? Rho 0' durch 4 mal R0 hoch 3 durch R Quadrat. Ja, und ER ist gleich Rho 0' durch 4 Epsilon 0 mal R0 hoch 3 durch
R Quadrat. Also wieder die bekannte quadratisch abfallende Feldstärke, ne? Guti, ich würde hier mal abkürzen wollen, das gesamte Q wäre gleich Pi mal Rho 0 Strich mal R 0 hoch 3, ne? Zufrieden? Gerade alles klar? Oder müssen wir demnächst auch so mit diesen roten, gelben und grünen Dickstars arbeiten da? Kennst du das? Kriegen alle irgendwie so einen roten, einen gelben, einen grünen Becher. Und je nachdem, welcher gerade oben ist, steigt das den Gemütszustand. Da hat es dann als Dozent Vorteile, wenn man Rot-Grün-Verwechsler ist. Weil dann muss man sich dadurch nicht stören lassen. So, und damit können wir natürlich auch hier ganz normal wieder hinschreiben. ER ist gleich Q durch 4 Pi Epsilon 0 mal 1 durch R Quadrat. Wenn wir das Q dann da gleich eingesetzt haben, können Sie ein bisschen rumrechnen, aber das ist genau das, was da rauskommt. Und das muss ja auch da rauskommen, weil die Feldstärke nämlich immer die gleiche ist. Also, Sie wissen, wie die Aussage zu interpretieren ist. So. Wir bestimmen das Potential. Ich würde eins noch tun. Ich würde nämlich hier auch nochmal das Q ansetzen, hier, also das Q da einsetzen. Dann würde ich hier für das Q kriegen, ich muss ein Pi da unten hin spendieren und also Q durch 4 Pi Epsilon 0 mal R Quadrat durch Rho 0 hoch 4, ne? Genau, setzen Sie R gleich R0. In beiden Stellen kriegen Sie das gleiche Ergebnis raus. Also das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe meine Raumladungsdichte Rho durch das Q ausgedrückt, sodass ich das Ganze hier auf bekannte, hoffentlich bekannte Gleichungen zurückführen kann. Erleichtert mir die Integration ein ganz wenig, weil der Formalismus ein bisschen einfacher ist. Und ich habe wieder Phi von R gleich das Integral von 0 bis R, und zwar negativ, ER, R' dr'. Und das integriere ich einmal. Einmal integriere ich das hier im Innenraum. Dann führt das hier zu einem R hoch 3, was mir hier unten noch eine 3 beschert. Also ein minus Q durch 12 Pi Epsilon 0 mal R hoch 3 durch R 0 hoch 4 für 0 kleiner gleich R kleiner gleich R 0. Und im Außenraum arbeite ich mit denen und der bereichsweisen Integration und kriege raus Q durch 4 Pi Epsilon 0 mal 1 durch R minus 1 durch 6 R 0 Quadrat für R größer R 0. Ja, so. Was ist das Interessante daran? Ist da was Interessantes dran? Kann man ja so oder so sehen. Also wir haben hier wieder diesen 1 durch R-Abfall, den wir schon immer hatten, weil wir hier ja auch eine gleiche Struktur in der Feldgleichung haben, wie im Feldergebnis haben, wie wir sie schon immer hatten. Also da ist jetzt nichts
weltbewegend Neues dran. Wir haben hier ein Potenzial, das kubisch mit R ansteigt. Also zumindest vom Betrag her oder kubisch eben so eine kubische Funktion nach unten geöffnet ist. So, das war das. Die nächste Rechnung erspare ich Ihnen. Also ich habe jetzt hier, das ist eine schöne Übung. Also eigentlich habe ich es gemocht. Also ich mag meine Aufgaben sowieso. Ich habe jetzt einfach mal das Potenzial oder Quatsch, die Raumladungsdichte hier als ein Polynom angenommen. Ne, eben nicht nur ein Polynom, sondern so ein einfaches Dings. Wenn das jetzt mal angeht, kriegen wir das hin. Dann kann man es auch sehen. Was ist passiert? Ich glaube, es müsste drauf sein, alles. Ja. Das ist ja, ich zeige Ihnen nur die Musterlösung, die haben Sie. Also das ist jetzt irgendwie, das ist nur für unsere begeisterten Zuschauer zu Hause an den Geräten. Ja, die Zielgruppe, das ist aber echt cool, ne? Also Sie können natürlich wirklich Zielgruppenfernsehen mit YouTube machen, ne? Die Zielgruppe ist genau 15 Leute und das ist doch klasse. So, machen wir es. Okay, also 14. So, ich lasse das hier jetzt einfach mal, mache ich jetzt so ein R0' mal R durch R0 hoch N. Also das verhält sich eben wie so eine Parabel oder eben noch Steiger. Und dann kann man, das ist der einzige Unterschied, ist, man kann jetzt hier eben noch so ein bisschen weiter integrieren. Und man muss ein bisschen mal aufpassen, wie man überhaupt integrieren kann. Denn zum Beispiel für n kleiner gleich minus 3 konvergiert dieses Integral nicht mehr. Also existiert das einfach nicht mehr, auch wenn ich diese Funktion angenommen habe. So, kriege ich hier so ein Q-Gesamt raus. Die Schritte sind eigentlich alle hergeleitet hier. Was ich aber zeigen möchte, das sind hier die Kurven, die dabei rauskommen. Und zwar erstmal die elektrische Feldstärke. Das ist die rechte Seite hier. Ne? So, dann sehen Sie, für was hatte ich hier n gleich 0? Das ist nämlich hier die konstante Raumladungsdichte. Das haben wir schon gehabt. Dann läuft das hier hoch und dann darunter. So, wenn Sie jetzt die ganzen Geschichten so anpassen, dass die Ladung immer die gleiche bleibt, in der Summe die Ladung die gleiche bleibt, also Sie müssen dieses Rho0', das ich da eben erwähnt hatte, dann entsprechend anpassen, dann ist der Abfall außerhalb der Raumladungszone immer der gleiche, nämlich der mit 1 durch R². Ne? Das ist ja die umschlossene Ladung, bleibt dann eben die gleiche und so ist es eben. Ne? So, wenn Sie hier n gleich minus 1 haben, also Sie lassen die Ladungsdichte zur Achse hin ansteigen, zum Nullpunkt hin ansteigen, dann kriegen Sie hier einen konstanten Verlauf raus, der Feldstärke, ne? Nicht des Potenzials. Und sogar ein starker Anstieg hier der Feldstärke, wenn Sie die Ladung noch mehr hier nach innen konzentrieren. Wenn Sie die Ladung nach außen konzentrieren, was Sie mit einem Polynom machen würden, linearer Anstieg, den haben wir noch gerechnet, quadratisch und dann hier mit n gleich 10, also die Raumladung wird immer weiter da angebracht, dann haben Sie im Innenraum immer weniger und am Ende steigt dann das Ganze hier an. Der Extremfall wäre n gleich unendlich, also Sie hätten einfach nur hier so eine Raumladungsschicht hier genau an der Grenzschicht. Ne? Könnte man sich ja auch vorstellen, so eine Flächenladungsdichte da, die nur auf der Grenzschicht ist. Tischtennisball mit Kupfer bedampft. So, ne? In der Mitte ist nichts. Und dann haben Sie keine Feldstärke hier in dem Bereich, dann steigt es an. Aber dann haben Sie immer wieder den gleichen Abfall. So, die Potenziale, die dazugehören, ich lege das mal so ein bisschen so auf, dass man beides sieht, so angepasst, dass ich hier willkürlich die 0 hingelegt habe. Mal ein bisschen spielen, aber kann man ja, ne? Darf man ja tun. Auch hier das Potenzial verhält sich immer gleich, weil ja immer die gleiche Ladung umschlossen wird und es immer um die gleiche Ladung geht. Jetzt müssen wir uns gerade mal orientieren. Das war hier der parabolische Verlauf, nach unten geöffnet, selbstverständlich für die konstante Raumladungsdichte. Halt das da. Entschuldigung, das Grüne. Das Gelbe sieht man wahrscheinlich sowieso nicht zu Hause an den Empfangsgeräten, war der lineare Anstieg. Und dann sehen Sie, dass das Potenzial
sich dann, weil auch die Feldstärke sich zu Null wird, das Potential im Innenraum gar nicht mehr ändert. Und wenn Sie auf die Flächenladung übergehen würden, die hier nur an der Grenze existiert, dann haben Sie ein konstantes Potential im Innenraum. So, ja. Schöne Rechnerei. Gut, können wir noch mit dem Kugelkondensator anfangen? Irgendwie sind wir so ein bisschen off, also unsynchron zur Dings, zur. Egal, also. Unsynchron zur Stundenlage. So.